Hallo zusammen, heute gibt es mal eine ganz neue Aktion, denn wenn ihr euch da umschaut im Wohnmobil, da sitze ich ganz mutterseelen alleine, denn heute gibt es ein Video Helle ohne Ussi und nach dem Intro geht's gleich los. Ihr könnt euch sicherlich erinnern an unser Video, wo wir ein paar praktische Alltagshelfer für das Wohnmobil vorgestellt haben. Ich verlinke sie mal hier oben. Ja. Und da wollten wir nochmal auf ein Produkt eingehen, das sehr viel Aufmerksamkeit erreicht hat. Und zwar diese Kochplatte von Dokit, die wir auch verlinkt haben über Amazon. Die verlinke ich auch dieses Mal wieder. Erstens möchte ich mal auf ein paar Kommentare eingehen, denn wir haben ja die Funktion dieser Platte mit einem Wasserkocher verglichen oder mit Wasser aufkochen gezeigt. Und wir haben dann auch entsprechend Kommentare bekommen, dass man Wasser besser mit dem Wasserkocher warm machen kann. Das ist dann einfacher auch zum Transportieren oder warum auch immer. Klar, das kann man, das wissen wir auch. Aber wir machen ja damit nicht nur Wasser warm, sondern wir kochen auch damit. Also man kann mit einem Wasserkocher nur Wasser warm machen und mit so einer Platte kann man auch kochen. Sehr viele von euch haben diese Platte bestellt und wir haben auch schon etliche Rückmeldungen bekommen von denen, die es bestellt haben. Und es war niemand dabei, der irgendetwas auszusetzen gehabt hat. Es kamen aber auch viele E-Mails, die gesagt haben, wenn wir mal etwas längere Erfahrung haben, denn wir haben ja die damals auch ganz neu erst ausgepackt, dann sollen wir doch mal berichten. Und jetzt kann es die Ussi leider nicht bestätigen, weil sie nicht dabei ist. Aber ich kann euch versichern, sowohl die Ussi als auch ich, wir möchten diese Platte nicht mehr missen. Denn wir können, trotz dass unser Wechselrichter keine 2000 Watt bringt, sondern nur 1800 Watt, können wir die Platte mit 1500 Watt sehr gut betreiben. Und es ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil gegenüber der normalen Gasherd. Also wir haben diese Platte und wir haben sie jetzt schon mehrmals in Einsatz gehabt und können sie nach wie vor nur empfehlen. Wer Interesse hat, sich die noch zu kaufen, wir verlinken die wieder unterhalb des Videos. Dann haben wir noch eine zweite Sache, das wollten wir auch zeigen, denn wir haben ja auch viele, wir haben eine Kooperation mit der Firma Insta360 und da gibt es jetzt eine neue GPS-Fernbedienung, die einwandfrei funktioniert. Die wollte ich auch mal kurz zeigen, weil ich weiß, dass etliche von euch sich diese Insta360 Grad Kamera gekauft haben und da ist die ganz neue Fernbedienung, wenn ihr da mal schaut, die sieht aus und da ist die Insta360 oder die X3 und das Ganze kann ich euch versichern, das funktioniert einwandfrei, das ist ziemlich neu auf dem Markt, die GPS Fernbedienung, ich verlinke das Ganze auch unten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich hauptsächlich dieses Video erstellt habe, nämlich zum Klima im Wohnmobil. Im Moment ist es ja noch nicht so heiß draußen, aber wir haben auch schon Tage gehabt, da hat es außen über 30 Grad gehabt und entsprechend hat es dann im Wohnmobil meistens 35 Grad. Das ist äußerst unangenehm, da macht es dann auch keinen Spaß mehr ins Wohnmobil reinzugehen. Und wenn man außen keine Frische hat und innen keine Frische, also das ist dann auch nicht mehr schön, da sind wir auch schon heimgefahren, wenn ihr euch erinnert an unser Video von der Tour de France, da sind wir vorzeitig heimgefahren, weil es 35 Grad gehabt hat, sogar im Schatten und es war dann sehr unangenehm. Wir haben zwar einen Fantastic Fan, beziehungsweise die Alternative zu Max Fan, die auch mittlerweile, muss ich das zugestehen, sehr gut funktioniert. Wenn es außen auf 20 oder 17 Grad abgekühlt hat und innen hat es noch 30 Grad, dann kann man diesen Fantastic Fan einschalten, diesen Ventilator, und er boostet dann praktisch die frische Luft ins Wohnmobil rein, sodass man dann angenehme Luft hat und gut schlafen kann.
Aber was macht man, wenn es außen 30 Grad hat und innen hat es 35 Grad? Das kann man dann nicht einfach austauschen, diese Luft, denn die 5 Grad, die bringen dann gar nichts. Dafür benötigt es eine Klimaanlage und die haben wir nur für den Motorbetrieb vorne. Es gibt dann auch noch die Dometic-Klimaanlagen, die fest eingebaut sind. Das haben aber die wenigsten, weil man braucht sie ja auch so häufig nicht. Aber es gibt eben doch Tage, da ist es praktisch. Und dafür haben wir jetzt eine mobile Klimaanlage von der Firma EcoFlow zum Testen als Prototyp bekommen. Wobei ich erfahren habe, mittlerweile ist die auch auf dem Markt. Und ich möchte euch jetzt diese Klimaanlage, diese mobile Klimaanlage mal vorstellen und möchte auch meine persönliche Meinung dazu kundtun. So haben wir sie übrigens untergebracht. Auf der Bauerstation von EcoFlow haben sie sie draufgestellt und dann festgemacht. Also ihr seht, die hält stabil und wenn man sie mitnimmt, kann man sie hier ohne Probleme transportieren. So, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, denn mittlerweile ist der Lärm schon etwas größer geworden, denn die Klimaanlage läuft und hier steht sie. Wenn man hier auf die App schaut, die es dazu gibt, dann ist die Luftaustrittstemperatur bei 11,1 Grad, das sieht man oben links. Und hier kann man auch erkennen am Display, wie warm. Es ist im Wohnmobil 21,8. Als ich das Ganze aufgebaut habe, waren es 24 Grad. Also das Ganze ist sehr effektiv. Das muss man mal ganz klar sagen. Was meines Erachtens etwas umständlich ist, das sind die Schläuche, die man anschließen muss. Aber es ist klar, eine Klimaanlage funktioniert ja, also sage ich jetzt mal als Laie, nur andersrum wie ein Kühlschrank, ja, mit Gebläse. Das heißt, kalte Luft wird reingepumpt und dann muss auch die warme Luft irgendwo abgeführt werden. Und es wird eben mit diesen Schläuchen getan. Wie man das Ganze noch etwas effektiver machen kann, das muss ich dann selbst erst noch ausprobieren. Wie gesagt, wir haben es in der Praxis auch noch nicht viel probiert. Aber man kann auf jeden Fall, kann ich jetzt sagen, dass die Temperatur ordentlich herunterkühlt, denn hier kommt es mit 11 Grad raus. Und es ist ein richtig angenehmer Luftstrom. Leider gibt es noch kein Kühlvideo, aber irgendwann kommt es auch, dann könnt ihr das fühlen. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann, was braucht die EcoFlow an Strom? Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Ich habe ja hier meine App. So, und das ist das einzige Gerät, was jetzt dranhängt. Und da sieht man, die braucht 344 Watt. 340 Watt um den Dreh herum. Also, das ist kein Hexenwerk. Und weil das kein Hexenwerk ist, und weil es die Firma EcoFlow ist, die ja auch hochwertige Bauerstationen macht, beziehungsweise Marktführer ist, was Bauerstationen angeht, haben wir ja auch schon ausführlich darüber berichtet, gibt es als Bundle zu dieser EcoFlow Wave 2 noch dieses Ladegerät. Nicht Ladegerät, das ist eigentlich im Prinzip auch eine kleine Bauerstation, die hat über 1 Kilowatt Speicherkapazität. Das heißt, man kann diese Klimaanlage, wie wir sie hier sehen, mit diesem Akku bis zu 3 Stunden betreiben, wenn er voll geladen ist. Und ihr kennt ja das System, während der Fahrt lädt man eine Bauerstation auf, weil dann hat man Energie durch den Motor in Überschuss. Und wenn man dann irgendwo steht, dann kann man eben seine Batterie leer machen mit 340 Watt in der Stunde oder also mit 0,3 Kilowatt. Oder man nimmt dann diesen Akku dazu. Zu Preisen, ich verlinke das alles und dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Es gibt da sicherlich noch mehr Videos, denn so wie ich mitbekommen habe, haben einige YouTube-Kanäle dieses Gerät zum Testen bekommen.
Meine persönliche Einschätzung ist, es funktioniert wunderbar. Es ist halt ein Aufwand, das Ganze anzuschließen. Man muss wissen, wo man das hin tut. Aber wir stellen es nur vor, das Gerät. Was ihr dann daraus macht, das ist dann eure Sache. Effektiv ist es in jedem Fall. Und eine Dachklimaanlage, okay, ist die Alternative. Das muss jeder wissen, wie ihr das für sich handhabt. Wir werden es, also wenn wir es mitnehmen, das Gerät künftig, dann sicherlich nur dann, wenn es richtig heiß ist, dass wir das, so wie ich es euch dann noch zeige, in der Garage festzurren und dann mitnehmen, weil wir auch kein Gewichtsproblem haben. Und wenn es normale Temperaturen sind, dann lassen wir das sicherlich daheim. So, jetzt habe ich natürlich auch noch mal getestet, was die anderen Schläuche, was es mit denen auf sich hat. Da haben wir hier den kleinen Schlauch, den habe ich jetzt da reingehängt und da kommt richtig, richtig warme Luft raus. Das heißt, das ist der Abluftschlauch für die warme Luft. Und dann haben wir hier den großen Schlauch, da kommt eigentlich fast gar nichts raus. Also den könnte man auf jeden Fall wegtun. Ich glaube, den einzigen Schlauch, den man anschließen muss, das ist der da. Man sollte vielleicht mal die Beschreibung lesen, würde jetzt die Ossi sagen. Ja, deswegen mache ich es ja auch allein das Video, damit ich mir den Kommentar erspare. Ich lese eigentlich normalerweise nie Beschreibungen und die habe ich ehrlich gesagt jetzt hier auch nicht gelesen. Man macht es einfach nach Gefühl und da kommt die heiße Luft raus. Das heißt, den hängen wir gleich wieder raus. Den anderen kann man sich sparen, aber hier, das ist eindeutig, also hier, wie schön kalt die Luft da rauskommt. Dann wisst ihr ja auch von eurer Autoklimaanlage, dass da immer eine gewisse Feuchtigkeit austritt. Da gibt es hier einen kleinen Schlauch und wenn da Kondenswasser anfällt, dann kann man diesen Schlauch anschließen und das Ganze entweder ins Waschbecken entlassen oder man hängt es neben den Schlauch zum Fenster raus. Das ist eigentlich das Wesentliche an der Klimaanlage, was ich zu sagen habe. Also funktionieren tut sie einwandfrei. Ja, also das ist hier nochmal der Akku, der ist auch ziemlich schwer, das muss man ganz offen sagen. Aber den braucht man nicht dazu, um diese Klimaanlage zu betreiben. Wenn ihr eine ordentliche Bordbatterie habt, dann könnt ihr damit problemlos die Batterie betreiben, denn wenn es heiß ist im Wohnmobil, scheint in der Regel auch die Sonne. Und wenn ihr eine ordentliche Solaranlage habt, dann liefert die den Strom oder die Energie, die die Klimaanlage benötigt, liefert die wieder nach. Aber die Firma Ecoflow ist natürlich Hersteller von Batterien und deswegen haben die da diesen Akku dazu geschaffen, der natürlich auch absolut seine Berechtigung hat. Man kann ja die Klimaanlage zum Beispiel auch im Zelt benutzen. Auch dafür ist sie geeignet und da braucht sie dann nicht einmal einen Netzstrom. Also man kann die problemlos ohne Wechselrichter und ohne Strom betreiben, wenn man diese Platte darunter legt, die wird auch fest verspannt und kann dann als Bundle getragen werden. Einfacher ist es natürlich, wenn man die Sachen trennt, denn dann ist die Klimaanlage wesentlich leichter als mit diesem schweren Akku. Der Akku hat auch noch einen zweiten Vorteil, da sind noch Anschlüsse selbstverständlich dran. Das heißt also, man kann hier auch über USB seine Geräte zusätzlich laden, selbstredend, aber ist nicht das große Kriterium. Wie wir damit umgehen, also das werdet ihr sehen. Ich wollte auf jeden Fall diese Bauerstation jetzt einmal vorstellen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr die Ossi vermisst habt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Schreibt auch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also alternativ ist eine Dachklima, das muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Der Fantastic-Fan oder der Max-Fan, der gleicht das Ganze nicht aus, weil er keine kalte Luft reinbringt. Und ich kann nur sagen, diese Ecoflow Wave 2 funktioniert einwandfrei. Es kommt richtig kalte Luft rein. Man muss natürlich mit diesem umständlichen Schlauch oder mit diesem etwas gewinnungsbedürftigen Schlauch dann die heiße Luft abführen. Aber das ist obligatorisch. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ruhig einen Daumen da. Ja, und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir verlinken alle Produkte.
Und das nächste Mal geht es dann wieder auf Reisen und dann ist wahrscheinlich auch die Ossi wieder dabei. Insoweit danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.